In den USA und auch in Großbritannien wird ja jetzt gerade diskutiert, was macht man mit den Denkmalen, wenn sie abmontiert worden sind? Bringt man sie ins Museum oder nicht? Oder schmeißt man sie ins Wasser? Und hier haben wir eben für sozusagen toxische Denkmäler ja schon eine Version der Lösung gefunden. Und damit endet es ja eigentlich nicht. Also das heißt, wenn man sagt, ab ins Museum damit, ist es damit ja nicht getan, sondern wir stellen die Sachen hier ja aus, damit die Leute sich weiterhin damit auseinandersetzen können. Bloß in einem anderen Rahmen. Und ich denke,